sich dagegen entschieden. Sie wollen weiter erfolgreich zusammenarbeiten. So wie gestern zu Beginn. Holstein offensiv mit tollen Kombinationen und Zbigniew Ilski, der in der 9. Minute das erste Mal für Gefahr sorgte. Seine Flanke auf Treges, aber der Pole im Pech. Kiel weiter im Vorwärtsgang, spielerisch hervorragend. Und wieder Marek Treges. Doch der 28-Jährige hat im Abschluss gestern einfach kein Glück. Dynamo unter Druck. Erst in der 35. Minute der erste ernsthafte Torschuss. Schick. Preuß kann nicht festhalten und Jovanovic ist zur Stelle. Die Führung für die Sachsen schmeichelhaft. Für Jovanovic war es Treffer Nummer 4. Für Dresden erst das 22. Tor im 22. Spiel. Ein Geschenk, denn voraus ging der kapitale Patzer von Henrik Preuß. War es leider so, dass wir durch einen Fehler von mir in Rückstand geraten sind. Aber wir wussten, wenn wir uns nicht aufgeben, dass unsere Möglichkeiten noch kommen und dass heute gegen Dynamo auch was drin ist, obwohl die ja als sehr abwehrstark gelten. Die Kieler nach der Pause wieder druckvoll, aber ohne die ganz große spielerische Linie wie in der ersten Halbzeit. Sie kämpften und sie hatten dieses Mal Glück. Denn auch das Abwehrbollwerk der Sachsen machte Fehler. Aufgepasst, die Situation scheint geklärt, doch Bittermann und Krešić unterläuft ein folgenschwerer Irrtum. Ilski reagiert am schnellsten, der Ausgleich nach nur 60 Sekunden der zweiten Halbzeit. Ein krasser Fehler der Dresdner. Dem 33-jährigen Ilski konnte es egal sein. Es war sein erstes Saisontor. Jubeln durfte da auch Hans-Werner Moors, der Holstein aus der Krise wieder ins Mittelfeld geführt hat. Und die Kieler hatten weiter mehr vom Spiel. Als Guskinas in dieser Szene fällt, pfeift Schiedsrichter Thompson Elfmeter. Schick soll den Kieler gezogen haben. Ganz aufzulösen ist es nicht, aber der Dresdner hat wohl geklammert. Thompson stand gut, der Strafstoß meiner Ansicht nach vertretbar. Der Gefaulte trat selbst an. Die Führung nach 61 Minuten verdient zu diesem Zeitpunkt. Für den Litauer war es Tor Nummer 16. Erneut war es sein Treffer, der das Spiel entschied. Man muss der Mannschaft da ein Kompliment machen, vor allen Dingen nach dieser sehr, sehr langen Pause. Und dann ist das erste Spiel noch ausgefallen, da weiß man gar nicht, wo man so richtig steht. Ich hatte schon ein bisschen so Bedenken, dass sie etwas zu vieles Guten tun in der Vorwärtsbewegung vom Läuferischen her. Aber wie gesagt, unterm Strich hat es gerade noch gepasst. Die Freude überschwänglich beweist doch der Sieg, dass die Kieler auch die bislang beste Abwehr der Liga spielerisch bezwingen können. Nach 89 Tagen das erste Spiel. Man selbst nichts tun. Wer heute verliert, bekommt arge Schwierigkeiten. Die Wuppertaler in Blau-Rot seit 6 Spielen ohne Sieg. Schirber, dem unglücklichen Kopfballverlänger.